Hallo, hier ist wieder Bernhard Eschbaumer von der Firma Eschbaumer Forst- und Gartentechnik. Ich möchte euch heute einmal den Unterschied zwischen den zwei Inverterstromerzeugern von der Firma Honda vorstellen. Und zwar ist das einmal der IU10i und einmal der IU22i. Was da der große Unterschied ist und wann man welches Gerät vielleicht für die Zwecke, wo man es haben möchte, hernehmen sollte. Also fangen wir mal an, was beide haben, ist Inverter. Das haben beide Geräte. Inverter ist ein Stromgleichrichter, kann man sagen, der dafür verantwortlich ist, dass die Spannung und die Herzzahl gleichmäßig gehalten wird. Inverter liefert eine gleichmäßigere Sinuskurve für die Fachleute, als wir, wo es aus dem Stromnetz kriegt. Heißt, ihr könnt mit den zwei Generatoren auch empfindliche Gerätschaften mit Strom versorgen, zum Beispiel Heizung, die hat immer Elektronik dran, oder Computer oder auch Handyladen, also alles, was mit Elektronik ausgerüstet ist. Weil das Problem ist, wenn ihr Geräte habt ohne vernünftige Spannungsregelung und ihr habt elektronische Geräte, dann gehen die kaputt. Also Inverter haben beide Geräte integriert schon. Also man kann auch separat Inverter kaufen, aber das ist halt relativ kostspielig und nicht unbedingt sinnhaft. Dann habt ihr bei beiden Geräten eine Ölmangelsicherung. Das heißt, wenn ihr zu wenig Motorenöl drin habt, schalten die Aggregate ab. Das ist halt auch wichtig, wenn ihr die im Dauerbetrieb bei einem Stromausfall zum Beispiel laufen lassen wollt, dass da keine Schäden entstehen dadurch. Dann Unterschied von den Steckdosen her. Beim kleineren, das liefert bis zu 1 kVA Maximum, habt ihr eine 230 Volt Dose. Ihr habt einen Ladeausgang für 12 Volt für Batterienladen, lädt mit 8 Ampere mit einer Sicherung entsprechend. Das habt ihr beim großen auch, da habt ihr bloß im Unterschied zwei Dosen mit 230 Volt, wo man entsprechend Verlängerung und alles hinhängen kann. Und dann habt ihr natürlich auch ein 12 Volt Ladeausgang, wo mit 8,3 Ampere lädt. Also wenn Sie da Batterien laden wollt, zum Beispiel fürs Auto oder für andere Sachen, oder wenn Sie für Notstrom denkt, eine Batterie für Licht, dass das Aggregat nicht immer laufen muss. Da hat auch nochmal zwei Sicherungen. Was noch wichtig ist, ihr habt einen Erdungsanschluss, einmal hier. Und beim anderen Aggregat ist er, wo haben wir da? Schraubbare Erdung hat der nicht, aber man könnte jetzt zum Beispiel, doch hier, da ist er. Da haben wir auch eine Anschlussmöglichkeit, da könnt ihr Erdungskabel legen, das braucht man, wenn man es für die Hausversorgung hernehmen möchte, für einzelne Sachen versorgen. Da habe ich aber auch schon ein anderes Video gemacht zu der Thematik. Dann habt ihr Voll- und Teillastschaltung, die habt ihr wieder bei beiden Geräten, Hase heißt Volllast. Solltet ihr schalten, wenn ihr ein Gerät habt, wo viel Verbrauch hat und hohen Anlaufstrom, schreibt man es auf Hase. Sonst könnt ihr es auch auf Hase-Igel-Symbol schalten, hierüber, dann regelt das selber hoch. Beim großen ist das gleiche. Der liefert 2,2 kVA Maximum. Da könnt ihr auch auf Hase schalten für volle Last gleich oder hohen Anlauf oder selbst regeln. Dann regelt das selber hoch nach Bedarf, könnt ihr umschalten. Dann habt ihr bei beiden Möglichkeiten, da gibt es als Zubehör so Verbindungskabel mit entsprechender Steuerung. Da könnt ihr, wenn ihr zwei gleiche Aggregate habt, die parallel schalten. Hat der kleine auch. Wichtig, ihr könnt aber nur zwei gleiche Aggregate nehmen, also zwei 10EU10i oder zwei EU22i. Also ihr könnt jetzt nicht zwei verschiedene koppeln, das geht nicht. Also da gab es als Zubehör Möglichkeit. Dann habt ihr bei beiden eine entsprechende Überwachung mit Leuchtdioden. Wenn die laufen, dann haben wir hier grün. Wenn eine Störung ist, zum Beispiel weil wir Überlastung ausschaltet, würde gelb kommen. Und Ölmangelsicherung, das heißt, wenn es wenig Öl ist, kommt hier rot und das Aggregat schaltet automatisch ab, dass es nicht zu Schäden kommt. Das haben wir bei dem Aggregat auch. Hier Ölüberwachung, Störung, grün heißt alles okay und er liefert euch Strom. Wichtig ist immer beim Aggregat erst anschmeißen, laufen lassen, wenn es einen starken Verbrauch ist, ein bisschen warm laufen lassen, ein, zwei Minuten und dann könnt ihr den Verbraucher dranhängen.
Dann habt ihr bei beiden einfach zugängliche Wartungsöffnungen. Einmal hier oben. Da kann man entsprechend einfach mit einem Schraubenzieher oder was reinfahren und aufmachen. Da habt ihr dann den Zündkerzenstecker drunter. Ihr könnt schön hin. Beim großen ist das gleiche. Da ist auch hier die Klappe. Kann man hier entsprechend aufmachen. Und dann kommt ihr schön an den Zündkerzenstecker, wenn ihr die Zündkerze mal rausmachen müsst. Also einfach zugänglich auch von der Wartung her bei beiden Aggregaten. Dann seitlich, da wo ein Kaltstarthebel ist, hier. Also wichtig ist, wenn ihr das Aggregat starten wollt, ich habe da auch noch ein separates Video von jedem Aggregat, auf Kaltstart gehen, hier Tankentlüftung aufmachen, muss auf On stehen. Und Sprit und Öl muss natürlich drinnen sein. Und da gut auch das zu beachten, was ich bei den einzelnen Aggregaten und zum Kraftstoffkonservierer sage. Dann hier kann man aufmachen. Also wenn ihr selber mit Öl befüllt zum Beispiel oder Ölstand kontrollieren wollt, das geht wirklich einfach. Wartungsklappe aufmachen. Dann kommt sie hier rein schön hin. Hier kommt Öl rein. Maximal Ölstand ist bis zum Rand, ist aber auch Ölmessstab dran. Haupteinschalter ist hier zum Starten. Da ist automatisch auch der Benzinhahn offen. Also wenn sie hier zumacht, ist auch der Benzinhahn zu. Kaltstarthebel auf 1 gehen, anziehen und da muss an sein. Was eine schöne Sache ist, finde ich, das haben nicht alle Aggregate. Ihr habt hier zum Benzin ablassen, wenn das Aggregat länger steht und ihr habt keinen Sonderkraftstoff oder Konservierer drin, dann könnt ihr auch den Kraftstoff ablassen, Gefäß drunter stellen, Kraftstoff auffangen und raus. Also das ist immer zu empfehlen, wenn er länger steht. Schauen wir mal beim Großen rein. Das ist im Endeffekt das gleiche Prinzip. Ihr habt hier Tankdeckel an und off, auf an stellen. Dann Kaltstart hier zumachen zum Anwerfen und hier auf 1. Wichtig ist immer ein bisschen auf 1 lassen, weil das Kraftstoff muss erst reinlaufen, wenn er länger gestanden ist. Also da immer dran denken. Da ist das Gleiche. Vor dem Gebrauch natürlich immer schauen, dass Ölstand korrekt ist, weil sonst geht er nicht, weil der ja Ölmangelsicherung hat. Hier könnt ihr auch den Kraftstoff ablassen, wenn er länger steht. Da braucht man bloß einen kleinen Schraubenzieher, kann man es ablassen und das Öl wird hier eingefüllt. Da ist auch eine große Schraube, Ölmaximumstand ist bei hier und es ist auch ein Peilstab drauf. Was zu viel Öl ist, wenn er waagerecht steht, wird automatisch rauslaufen. Also das ist bei beiden Aggregaten so. Zum Zumachen einfach wieder einhängen, großen Schraubendreher, Kreuzschlitz geht auch, ein bisschen kleiner oder einen großen Schlitz. Dann kann man das ganz einfach auf und zu machen. Beim Kleinen auch. So. Dann Hauptunterschied ist halt die Leistungsfähigkeit und das Gewicht. Also hier habt ihr bis 1 kVA, also bis knappe 1000 Watt Maximum Belastbarkeit. Und hier habt ihr 2200 Watt. Oder 2,2 kVA, das sind nicht ganz 2,2 kW, sagen wir mal so. Eine Maximalbelastbarkeit auf jeden Fall, Dauerleistung ist ein bisschen geringer. Aber ich verlinke euch auch die ganzen technischen Daten, dann könnt ihr das alles nachlesen. Jetzt werden wir es einmal noch auf die Waage stellen. Das ist auch noch ein großer Pluspunkt von den Aggregaten, die sind sehr leicht. Fangen wir mal mit dem Kleinen an. So. Also hier haben wir jetzt 13,2 Kilo. Also wirklich handlich und leicht. Im Vergleich das Große, das hat ja mehr als die doppelte Leistung. Ist eigentlich aber auch für das noch sehr leicht. Nur schauen, dass ich gescheit draufstehe. So, jetzt. Da habt ihr 21,1 Kilo.
kommt halt nur ein bisschen was für den Kraftstoff und fürs Benzin und für das Öl dazu. Aber sonst habt ihr wirklich sehr leichte Aggregate, aber die Aggregate sind vom Gewicht her immer angegeben ohne Befüllung. Also das muss man immer dazu rechnen, egal was für Hersteller das ist. Also wenn ihr mal ein vernünftiges Aggregat braucht, wo ihr keine Angst haben müsst, dass die Elektronik von der Heizung kaputt geht oder beim Camping entsprechend elektronische Geräte, dann heizt ihr mit die Honda, egal ob jetzt ein kleines oder ein großes, auf jeden Fall richtig. Und da habt ihr halt eine hochwertige, langlebige Technik mit Ölüberwachung, Industriemotor. Also egal für welche Aggregat ihr euch entscheidet, ihr habt da wirklich Top-Ware. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, macht es, gefällt mir. Liked es mir, abonniert es mir, das würde mich sehr freuen. Dankeschön.